Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rock und heute spielen wir mal auf der PlayStation 4 Detroit Become Human, die Demo, wie man sieht, die Geisel. Also es ist schon relativ klar, worum es gehen wird. Ich muss auch sagen, ich habe es jetzt glaube ich auch schon ein, zweimal gespielt. Die Aufnahme ist leider jedes Mal kaputt gegangen. Es handelt sich hier um einen Aufnahmetest für mich. Ich versuche das gerade irgendwie möglich zu machen, von der PlayStation 4 gescheit aufzunehmen. Müssen wir mal schauen, ich hoffe, das kriegen wir jetzt diesmal hin. Ja, Detroit Become Human ist wird ein Spiel von Quantic Dream, ein Studio, wovon ich, ja, ich dürfte sagen, Fan bin. Also ich spiele, habe schon sehr gerne Fahrenheit, The Indigo Prophecy gespielt und auch Beyond Two Souls und Heavy Rain, auch ein sehr gutes Spiel. Und deswegen freue ich mich da schon total drauf und ich möchte das auch gerne, wie ja schon angekündigt, hier auf den Kanal zeigen. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht weiter groß drum herum. Wir starten einfach direkt. Ja, wo musst du da wegrennen? Naja, gut. So, und zwar das Wichtige bei solchen Spielen ist immer, sich gut umgucken. Hier vorne habe ich noch nicht viel gemacht. Da ist ein Bild. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Nö. Es geht jetzt darum, wir müssen eine Geisel befreien. Wir sind Android. Und haben natürlich jetzt die Aufgabe, die Geisel zu retten, was auch sonst. Komm, den Fisch retten wir auch, wenn wir können. Da ist jemand unglücklich. Ich kann da sogar noch reingucken, was? Ist ja cool. Okay, das ist jetzt neu für mich. Meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir müssen jetzt gehen. Das können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Wie nett. Wir müssen zuerst mit dem Captain sprechen. Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Ja, da sinken meine Chancen. Da sinken meine Chancen. So, verstehen, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Also auf jeden Fall. So. Da liegt was. Ach, da. Da ist eine Waffe. Und Munition haben wir hier gleich auch noch. Oh, gleich Rekord zu ihnen habe ich das erste Mal echt überlegt, weil ich die ganze Zeit hier hin und her switchen war oder beides gleichzeitig gedrückt habe. Aber natürlich gilt hier entweder oder. So.
Ja, er hat die Waffe vom Papa. Kommt davon, wenn man einfach so eine Waffe rumliegen lässt und die dann noch nicht mal gut abgesperrt. Das sieht eigentlich recht gut abgesperrt aus. Aber naja, keine gute Idee. Verstehen, was passiert ist. Ich suche das Zimmer der Geisel. Was wird das ja hier? Hä? Das hatte ich jetzt nicht mal vor. Aber gut. So. Ja. Ich glaube, an das für immer halten wir uns jetzt mal nicht. So, wir wissen schon mal den Namen. So, hier hat es jetzt geknallt. Da liegt einer. Müssen wir auch gleich mal. Ich finde das zum Beispiel eigentlich recht cool gemacht. Das ist der Vater, wie man sieht. Da ist eine Schusswunde. Da ist noch was. Noch eine Schusswunde, also den hat er nicht gerne gehabt. Ah, und da ist gleich noch eine. Ja, also den wollte er loswerden, wie man sieht. So, dann wieder rekonstruieren. Ups, da hat sie ihn erwischt. So, er hatte was in der Hand. Das ist immer gut zu wissen. Putz, putz, putz. Und da. Bin ja gespannt, ob wir es schaffen, sie zu retten. Und da. Auch hier ist mein Speer. Sollte ersetzt werden. Das ist gemein. Oh, da liegt auch noch einer. Immer da Petty Officer Deckard Anthony. Hat's erwischt. Gut, er durfte mal schießen. Ja, das war wohl ein mieser Treffer. Hier haben wir gleich zwei Sachen zum Rekonstruieren, ist auch schön. Warte. Geisel sah die Schießerei, ist schon mal doof. Eichler wurde verletzt, auch sehr gut. Oh. Aber hat ihn nicht das Leben. Ja, also nicht das Leben gerettet. Waffe geortet, was eine neue Möglichkeit wohl freischaltet. Okay. So muss ich. Familienmitglied und einen Polizisten getötet. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden. Achso, das ist. Ich hätte jetzt hier nur Fernsehen gucken können. Okay. Der Polizist lebt. Sein Bein hat gesagt. Nur auf Wandel. Knall mir dieses Abschluss ab. Ich habe gerade Schuss war. Die warten auf mich. Modell PL600, Seriennummer, kann ich so schnell nicht mehr lesen. Ich finde das ganz interessant, dass es nur anhand des Blutes feststellen kann. Muss wohl in der Seriennummer mit drin sein. Gucken wir vielleicht auch nochmal eben nach. Okay. Wir kümmern uns drum, Jungs.
Aua. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Oh, jetzt gehen meine ganzen Chancen hier in Barota. Oh. Das poppt ja. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät! Bitte hilf mir! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Ich will mal einen Punkt auf Hut. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Okay. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, okay. Komm, weg. Sind Scharfschützen. Lass das Mädchen gehen, du hast keine andere Wahl. Oh nein. Ich hab gerade kurz auf was anderes geachtet. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. 100%, yes. Du hast mein Wort. Das ist bestimmt was Gutes. Okay. Ich vertraue dir. Jawohl. Oh. Erschießen die denn einfach? Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Ja, das ist jetzt ungünstig ausgegangen, aber das soll ja wohl das Thema auch sein.
des Spiels. Ne? Also die Menschen sehen die Hybriden, beziehungsweise die Androiden natürlich nicht als Hybrid, sag ich, die Androiden natürlich nicht als vollwertige Lebensform an und deswegen haben sie den zur Sicherheit disabled. ja, darum wird das Spiel ja wahrscheinlich wohl gehen. Ja, schade eigentlich. Ich hätte jetzt gehofft, wir können da irgendwie zu einem super Ende kommen. Geht vielleicht auch, aber bei solchen Möglichkeiten, da vergeht mir irgendwie immer die Übersicht und ich übersehe den meisten Kram einfach. Ich bin der Android von Cyberlife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf! Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist unsere Geschichte. For the Players. Ja, das war auch schon die Demo. Eigentlich nur ein Einsatz. Ich vermute, der Anfang des kommenden Spiels, weiß ich aber auch noch nicht sicher, sehen wir dann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, jetzt hat soweit alles geklappt. Dann können wir nämlich am 25. super starten. Gut, das war's dann auch soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag oder wie auch immer. Ciao!